Willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Es geht weiter in der Kristallkaverne der sechsten Welt und wir haben im letzten Part den guten Bereich fertig gemacht und haben dabei sogar den vierten Hammerdude, Keulendude getötet, der uns hier das Leben schwer gemacht hat, indem er immer Stalaktiten auf uns geworfen hat. Das heißt, wir können jetzt hier in Ruhe erkunden und... Oh, die Gegner sind aber auch überall. Wir müssen wohl schon wieder Kerzen anzünden. Und dazu müssen wir in den Raketenrocker rein. Ja, ihr lacht, aber ihr seid gleich tot, wisst ihr das? So. Das war sogar notwendig, um eine Digi-Platte erscheinen zu lassen. Und mit der kommen wir überhaupt erst... War das nicht hier hin? An den Raketenrocker ran! Zünden wir diese Kerze an. Und die letzte Kerze. Ich frage mich, ob es irgendeinen Menschen gibt, der es schafft, diese Aufgabe zu erledigen und doch die Bananen da oben drauf zu verpassen. Mir ist es jedenfalls nicht gelungen und da bin ich auch nicht schlimm drum. Und damit können wir dieses dritte Aufgabe hier erledigen. Get out? Nein, wir kriegen noch eine Fee. Die wir, ja, wir können sie auch abschießen, Baby. Aber mit dem Foto funktioniert es doch auch ganz gut. Das ist sehr nice, denn wir kriegen dadurch unsere Kristallkokosnüsse gleich mal wieder aufgefüllt. Hast du auch schon deine Blaupause, Didi? Nee. Okay. Ah ja, stimmt, die war ja. Dafür brauchen wir ja einen offenen Teleporter. Die Sache ist nämlich folgende. Hier unten ist direkt noch eine Didi-Plattform. Und das heißt, dann haben wir bis auf den Corona-Dude bereits alle Aufgaben von Didi erledigt. Und die Tür schließt sich hinter uns. Das ist schon mal nicht sehr gut. Und jetzt spawnen... Okay, ein Gegner ist gespawnt, der uns angreifen kann. Die anderen, die sind jetzt nicht so gefährlich. Trotzdem priorisiere ich die Bananas. Ach, das sind Hubgegner. Okay, dann sollte man... da anfangen, glaube ich. Und von hier... Oh, ich habe nur noch 10 Sekunden, Alter. Das ist zu wenig. Ich gehe mal zum Ausgang. Wer weiß, ob ich jetzt schnell raus muss. Die Tür öffnet sich. Sie schiebt Didi zur Seite, aber dann rutscht er sich durch. Und dann... Get out! Aber nö, wir gehen gleich wieder rein. Ich sollte mir vielleicht erstmal anhören, wie sich das in der Aufnahme anhört, wenn ich diese tiefe Stimme mache. Bevor ich das jetzt ständig wiederhole. So. Das Timing hier ist echt sehr knapp. Man sollte da... Aber das ist noch nicht möglich, da hochzukommen, ohne Damage zu kriegen. Und die kann man ja auch nur mit Granaten töten. Boah, die Aufgabe ist auch mega schwer, ey. Wie mache ich denn das am besten? Eigentlich, wenn man in der Mitte...
Ich kann nicht das Instrument spielen, oder? Das würde das viel zu einfach machen. Aber wie mache ich das? Weil ich kann die Fässer links und rechts eigentlich nicht treffen. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Erst die beiden Kribber. Ja. Die beiden Kribber kann ich ja easy so erledigen. So, dann von hier. Die zwei runterspringen. Den anderen Kritter. So, erst First Boost. Nicht festhalten, Didi. Das muss treffen, sonst habe ich verloren. Ich habe ihn getroffen. Warum geht es noch weiter? Die sind tot! Hallo, Betrug! Okay. Oh, Banana. Nee, jetzt kommt die Stimme und sagt, geh raus. Ich geh erst extra die Coin holen. Da ist nichts mehr. Ballon fliegt hier auch nicht rum. Ich würde es dem Game zutrauen, dass ein Timer anfängt. Und Diddy hat damit bereits alle Aufgaben in dieser Welt erledigt. Tatsache, die Tür geht auf und wetten, man hat jetzt die 10 Sekunden Zeit damit. Ne? Okay. Dann ist das Game sogar gut programmiert und nett. So, als nächstes müssen wir wieder zu Tiny wechseln. Die hat auch schon fast alles hier erledigt. Donkey hat noch gar nichts gemacht irgendwie. Doch, der hat diese eine Aufgabe samt Bonusfass. Donkey hat immerhin schon ein bisschen Glaswände aufgepuncht. Und was haben wir jetzt hier? Oh, der Ballon da. Ich habe aber nicht mehr viele Orangen. Nur noch der hier. Aber von hier treffe ich den nicht. Vielleicht von hier? Yes! Das war wichtig, denn nur so spawnt die goldene Banane und ich hatte kaum noch Orangen übrig. Obwohl wir erst eine Fee hatten, die sie uns aufgeladen hat. Und sagt bloß, Tiny hat bereits all ihre Bananen, oder? Da hinten kommt da auch ein Ballon hoch? Ne, sieht nicht so aus. Dann fehlen ihr noch 15. Okay. Ah, sie hat auch noch eine Aufgabe. Oh Gott, da hätte ich jetzt mega Angst. Ich denke, ihre letzten Bananen werden mit der Aufgabe zusammenhängen. Oh, wie sieht's aus? Da unten ist noch eine Plattform für Chunky und der andere wird mit Sicherheit Donkey sein. Ja. Da musste ich jetzt zwar Bunden ins Face kriegen, aber das bin ich ja auch nicht anders gewohnt, deshalb ist das nicht so schlimm. Hey, gewonnen. Oben. Und da sind noch 10 Didi-Bananen. Die erreicht man aber auch sehr schwer. Und irgendwas sagt mir, ich darf nicht in diesen Lichtkegeln geraten. Moment. Unsichtbarkeitsfähigkeit. Ja. Aber wir müssen es erst ohne die Fähigkeit schaffen, die Platten zu aktivieren.
Dave Junkie hier mal am Start. Okay. Das ist nicht so schwer. Aber jetzt kommt die Cutscene mitten in. So, mache die Unsichtbarkeit mal tatsächlich Unsichtbarkeit. Welcome to Bonus Stage. Perfekt. Und hier haben wir wieder Schein und Sein. Das heißt, wir müssen die Klapptops erledigen mit Melonen. Und es ist mal wieder kein BGM da. Aber ich brauche auch keine BGM, um diese Klapptops zu erledigen. Wo ist das Teil? Wir sind in der sechsten Welt, das heißt, die Aufgabe dürfte sich als relativ schwierig erweisen. Und wenn ich das so sehe... Okay, natürlich spawnt der andere jetzt am zweiten Punkt. Aber auch das kein Akt. Und dann haben wir diese Aufgabe ebenfalls erledigt. Bin ich jetzt unsichtbar? So, und dann können wir einfach nach draußen gehen. Und als nächstes erledigt noch Junkies. Viel Spaß dabei, Donkey. Du hast schon 90 deiner Bananen. Wie hast du das denn hingekriegt? Habe ich unterschätzt, wie viel wir mit Donkey gemacht haben? Und der Corona-Dude ist wieder gestorben. Wir haben aber auch ein scheißliches Leben. Okay, das macht einen sehr schrecklichen Eindruck. Ich gehe lieber gleich mal in die Ecke. Eine unmenschliche Menge an Wespen. Eine unmenschliche Geschwindigkeit. Das können wir gar nicht schaffen ohne die Zielsuchmunition. Ich könnte jetzt irgendwie gerade in meinem Face explodiert manchmal. Ja, wir haben sie alle erwischt. Ja, und dadurch erscheint auch hier die nächste Banane. Aber ich gehe erstmal die Coins einsammeln. Das ist schwerer als gedacht. Okay. Sonst noch was hier? Nein, auch kein Ballon. Okay. Lenky ist derjenige, der noch gar nichts gemacht hat. Na gut. Aber Lenky hat doch irgendwie nirgends so Aufgaben. Oder bei diesem Haus noch in dem anderen. So. Also, beim Iglu hat er nichts. Hier hat er nichts. Candy will auch nichts mehr von ihm wissen, Mann. Der arme Lenky. Hier gibt es noch einen Raketenrocko. Junkie Coins, die dürfen wir nicht vergessen. Oh, die Orangen sollte ich vielleicht mal aufsammeln. Aber auch hier muss ich sagen, sind die Fässer sehr schön und fair platziert. Also ich habe zwar öfters mal ein bisschen Backtracking machen müssen, aber es war nie ein Problem. Weil die Fässer alle schön in der Nähe sind. So, dann gehe ich gleich nochmal in dieses, in diesen Raketenrucker. Da ist ein Postportal. Da war die Lenky-Aufgabe, die so schwer war. Das ist Platten mit Nummer 2. Da ist der Tiny-Corona-Ring.
Ballon. Hier hinten war noch ein Ballon. Und zwar ganz oben. Das heißt, der ist schon... Der ist schon so gedacht, dass man den mit Raketenwaffe holt. Was aber sehr schwierig ist. Wenn man genau die Höhe erreichen muss. So, Fili hat 75 Bananen. Dann gucken wir uns jetzt mal dieses Gebiet an. Eine Donkey-Aufgabe, eine Banane für Chunky und die Lenky-Aufgabe von dem letzten Mal. Wow. Die hat nur drauf gewartet, dass ich aus dem Fass rauskomme. Und die macht weiter, Alter. Die ist total geistesgestört. So, Bananen behalten, Platte aktiviert. Lanky Coins. Ich würde sagen, wir machen noch die anderen Häuser. Wie sieht's hier irgendwie aus in den Ecken? Irgendwas? Das sinnlose Tod von Corona, Dude. Oha! Und da ist auch die Platte. Die muss also Donkey dieses Mal erledigen. Und er hat alle seine 100 Bananen. Das heißt, wir kriegen Donkey sogar vollständig. Okay. Wenn ich das richtig verstehe... Oh, mit Zeitlimit. Aber ich habe einen guten Plan. Das. Chunky. Ist hier. Und jetzt in die andere Seite. Oh, das ist mega knapp. Oh, ich habe das schon aktiviert. Schaffen wir das noch? 10 Sekunden? Oha, ich habe die Platte verfehlt. 7, 6, 5, 4, 3, Didi! Wie muss das eigentlich von außen aussehen, wenn... Die Wespengrößen muss doch jetzt gesehen haben, wie sich dieses Haus hin und her gedreht hat. Da muss ich doch gedacht haben, what the fuck ist hier los? So! Könnte das schon unsere letzte Krone sein? Wow, Donkey ist schwarz geworden. Die blanke Panik erwartet uns hier. Warum? Haben wir das nicht schon mal mit zwei Corona-Dudes plus Kette? So, wir haben sie gleichzeitig getötet. Bitte spawn schneller. Oh, da hat sie überlebt. Jetzt dann locke ich den lieber. Oh Mann, ich wollte den in die Luft anhalten, aber hat nicht funktioniert. Und wie macht auch die Damage mit seiner Standardkombo? Jetzt wäre ich sehr gewunden, wenn du stirbst. Okay. 10 Sekunden noch. Eigentlich können die nicht so schnell spawnen. Waffenkopter ist schnell genug gespawnt. Aber der andere konnte nichts mehr tun. Donkey hat halt die Erfahrung im Krokodil verkloppen.
Da macht ihm niemand so schnell was vor. Selbst Lenky, der hatte mehr Probleme. Und dann haben wir ihn jetzt... Er braucht noch seinen Blaupausen-Dude, alles klar. Wo ist der Ausgang? Oi. Aha. Ich bin aus irgendeinem Grund in der Mitte gespawnt und nicht auf der linken Seite, wo eigentlich die Platte war. So langsam kann ich mich wieder... So langsam weiß ich wieder, warum ich diese Welt so einfach vergessen habe, weil das geht so... Aber... Das geht so schnell, diese Welt irgendwie abzuschließen, denn man kann es halt auch alles am Stück machen, wenn man schon eine Moves hat. Da glaube ich, die Welt ist mir deshalb nicht im Gedächtnis geblieben, weil man sie einfach so schnell hinter sich gebracht hat. Oder... Ich meine, sie hat zwar, muss ich sagen, von allen Welten die schwersten und interessantesten Aufgaben, finde ich. Wo man auch viel zusammenarbeiten muss. Klar, vieles, was wir jetzt gemacht haben, ist einfach eine Musikplatte spielen und dann reingehen. Aber das, was einen da drin dann erwartet, das ist halt immer was Cooles und Schweres. So wie das jetzt zum Beispiel. Warum kann ich nicht das Instrument benutzen? Ist das nicht ein bisschen unfair? Da muss ich mal kurz überlegen, was ich da mache. Weil der muss weg, ne? Ich kann ja nicht das Fass erwischen, während der da ist, weil der die Animation von Lenky, die dauert viel zu lang. Ich kann maximal... Ja, seht ihr? Ich komme nicht mehr auf die Platte drauf. Komm, geh hoch, Lenky. So, dann in das Fass rein. Und jetzt muss ich die aber auch noch beide umgehen. Und die Banane erwischen. Wow. Das Treffen ist auch nicht so easy. Wenn ich einmal getroffen werde von denen, dann ist natürlich auch die Fähigkeit weg. Okay, aber ich hab endlich die Banane erwischt. Boah, seht ihr? Also die Aufgaben in der Welt, die sind schon echt cool. Muss ich sagen, sogar noch cooler ist Kamikaze Castell, weil das in Kamikaze Castell auf einen gewartet hat, das war auch über zu machen. Okay, Musik auf. Okay, wir haben Musik. Wir haben die Musik bereits aufgeladen. Dann haben wir eigentlich auch diesen Bereich hinter uns gebracht, oder? Hab ich den Dude da schon besiegt? Und das ist alles, was es jetzt jenseits von dem Wasserfall gibt. Ich würde sagen, das Sinnvollste ist, zurück zu Diddy zu gehen. Und dem nochmal zu gucken, ob ich den Corona-Dude drüben gemacht habe. Die Rocke war ja hier hinten, wenn ich mich nicht irre. Und wenn wir den schon gemacht haben, dann können wir uns den nächsten Bereich raussuchen. Nee, haben wir noch nicht, da ist ja eine Pen. Okay, dann runter. Nicht nervös werden wegen dem Wespenvieh. Hey, warum ist der jetzt so schnell gestorben? Das ist irgendwie sehr merkwürdig mit dem. Mal halten die total viel aus, mal gehen die instant down. Der ist auch ein echt mies. Okay, wir haben ihn. Nur noch 5 Bananen bei Tiny.
So, da oben ist nichts weiter. Ich glaube, wir haben hier alles. Das heißt, es würde sich anbieten, zu verschwinden. Mal kurz ins Wasser schauen. Hier war... Ah ja, hier war... noch der Lenky-Ballon. Sehr gut, dass ich hier nochmal runtergegangen bin. Denn sonst hätte ich das Gebiet jetzt hier als abgehakt behandelt und hätte mich dann geärgert. Lenky, du hast die Ehre. Oh, wie krieg ich den Ballon? Ah ja, hier ist der Zaun extra weg. Damit man von hier schießen kann. Lenky fehlt echt noch eine Menge. Dann kann er sich gleich mal nach seiner nächsten Aufgabe umsehen. So, jenseits des Wasserfalls ist also jetzt alles erkundet. Was haben wir hier alles? Ich finde auch nach wie vor die Welt sehr schwer, sich zu merken, wo jetzt was ist. Okay, komm ich da hoch? Ah, doch, Lenky, du schaffst das. Jawohl. Mein Vertrauen in dich war nicht fehlplatziert. Wo ist der Start? Da oben ist das Forsten. Und ich höre schon wieder einen Corona-Dude. Okay, ich glaube, der ist da oben drauf. Aber war das nicht der, den wir mit dem Teleporter... Ich glaube schon, ja. Bei Funky waren wir auch schon. Genau, hier war das und da war der Corona-Dude. Und das heißt, es bleibt glaube ich nichts mehr übrig, außer das Schlösschen da hinten. Allerdings muss ich mich da etwas mitteilen, denn die Aufgabe, die wird mir glaube ich ein paar Anläufe kosten und deswegen schaffe ich die nicht in dieser Folge noch. Da hinten ist aber noch was anderes. Also hier kann Lenky rein und da kann aber Lenky gleich noch was und da kann Lenky noch was tun. Also das ist einfach mal Lenkys Schluss. Ach so, das hatten wir schon gemacht hier. Aber den Corona-Dude von Donkey können wir uns holen. So. Hier ist Squinky. Und was war da unten? War das Knight? Ja, ich denke, da war es nicht, weil da hinten ist der Start. Okay, ich habe gerade Tiny Coins gesehen. Warum die Tiny Coins? Hey, da einfach so in der Luft. Okay, der sinnvollste Abschluss ist... ein kleiner Wechsel auf Didi. Dann muss ich, glaube ich, um mit Didi diese Coins zu kriegen, muss ich, glaube ich, hier hinter und wieder den Raketenhopper holen. Coins.
Donkey holt sich sein. Lola Dude. Und die Polster hier dich dann noch. Oh, was soll das? Wie soll man die denn kriegen? Okay, ein Wechsel zu Tiny. Wie sieht's denn aus? Haben wir die Teleporter 2 inzwischen? Ja. Das war der bei den Häusern. Okay. Teleporter 1 führt uns zu den Igloos, glaube ich. Genau. Teleporter 3. Haben wir noch nicht gefunden. 5 war bei dem Corona-Dude, also fehlen noch 2 Teleporter. Also muss es noch eigentlich irgendwo eine Area geben. Und wie kommt man an die Tiny-Coins? Ist das deren Ernst, dass man da von oben runter? Sliden so? Ein Bino stirbt! Was auch immer das war, ist wohl sehr weird. So. Und die Coins da hinten. Ich meine, der einzige Weg, den ich sehe, ist nicht das, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich zurück zum Biber, um ihn nochmal zu töten. Coins. Aber es gibt noch ein paar ungelöste Mysterien hier in dieser Welt. Damit würde ich die Folge beenden. Wir werden uns im nächsten Part das Schloss anschauen und diese Welt vervollständigen. Und wenn die Zeit noch da ist, dann machen wir auch noch den Boss dieser Welt. Also ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und wenn ihr so ist, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Und dann sehe ich euch wieder in der nächsten Folge. Also bis dahin und tschüss!